Vegane Lederjacke, lange Haare, grüner Daumen. Das ist Randall Plunkett, 21. Baron von Dunsany und umweltbewusster Metalhead. Der 38-Jährige begann vor 8 Jahren das Areal rund um Dunsany Castle, nordwestlich der irischen Hauptstadt Dublin, zu renaturieren. Plunketts Vorfahren bewohnten das Schloss umgeben von 750 Hektar Land 9 Jahrhunderte lang. Der unkonventionelle Baron möchte die aristokratischen Traditionen brechen, in der Hoffnung, einen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten. Ich habe hier eine Art Verantwortungsgefühl gegenüber der Umwelt empfunden, weil meine Rolle darin besteht, dieses Anwesen für diese Generation zu verwalten. Und das Anwesen ist nicht nur das Schloss, sondern auch das Land, also die Umwelt. Plunketts ökologisches Vorhaben stieß jedoch zu Beginn auf Unverständnis. Tatsächlich hielten mich die Einheimischen für einen Idioten. Sie dachten, ich wäre einfach dekadent und zerstörte das Land ohne Grund. Mittlerweile trägt das Projekt des Metal-Barons sichtbare Früchte. Im Laufe der Zeit bemerkte ich, dass die Insektenpopulation anfing zu wachsen. Dann sah ich die Vögel zurückkommen und Tiere, die ich noch nie gesehen hatte. So viele Dinge, die ich noch nie gesehen hatte. Das Land begann sich zu verändern und all die invasiven Arten verschwanden plötzlich und es kamen neue Dinge hinzu. Wilde Blumen, all das Zeug. Der Plan des veganen Aristokraten scheint aufzugehen. Ohne Rasenmäher und Viehhaltung wächst und gedeiht die wilde Fauna und Flora wie die Mähne eines Metalheads.